Willkommen zu einem Insider-Bit aus meiner Heimatstadt Berlin. Heute über Speedminton. Die noch sehr junge Sportart wurde hier entwickelt. Heute habe ich ein ganz besonderes Event für euch, die erste legendäre Speedminton-Weltmeisterschaft. Also hier bin ich mit dem Bundestrainer vom Speedminton, Uli, zusammen. Was ist das Besondere am Speedminton? Naja, also zunächst ist es so ein Mix aus den bekannten Rückschlagsportarten, Tennis, Badminton, Squash. Ja, der Ball ist also wir nennen den Speeder, ist natürlich eine Besonderheit, weil der im Verhältnis zum Badmintonball ist der deutlich schwerer und kleiner. Warum ist der kleiner? Also ja, das hat man deswegen gemacht, weil wir den Sport eben auch draußen spielen wollen. Und dadurch, dass er schwerer ist, bremst er nicht so schnell ab und wird dadurch durch den Wind weniger abgelenkt. Und das ist ein spezieller Speedminton-Schläger. Genau. Die sind vom Rahmen her sehr ähnlich dem Squash-Schläger. Also das ist einfach einen kürzeren Griff. Und das Feld ist aber kein Tennisfeld, wie man sieht, sondern das sind nur die Enden. Genau. Also die Feldgröße ist vom Tennis abgeleitet worden ursprünglich. Aha. Aber auf dem Center-Court sieht man, dann haben wir einen extra Court aufgebaut, der rein Speedminton-Court ist. Ohne Netz in der Mitte ist es wirklich nicht einfach. Und der Ball wird verdammt schnell. Da musste ich mich am Ende selbst zur Pause beeilen.